Ist eigentlich schon seit dem ersten Jahr, seit 2008, ein ganz besonderes. Es gibt einen kleinen Hintergrund, warum Ekmagadi entstanden ist. 2007 wollte Magdeburg ein Kulturstadtjahr einführen und plötzlich stellte man aber fest, das Geld ist gar nicht da im Haushalt. Es gab eine Haushaltssperre, die Gelder wurden gestrichen, auch für viele freie Kulturprojekte sollten die Gelder gestrichen werden. Und da hat sich dann die freie Kultur zusammengetan, hat den Kulturschutzbund gegründet. Plötzlich waren es nicht mehr viele kleine einzelne freie Träger, sondern man sprach mit einer Stimme, hat dafür gesorgt, dass diese Haushaltskürzungen nicht kamen und hat eben auch gesagt, ab jetzt machen wir immer was zusammen. Und so entstand dann ein Jahr später das erste Mal Ekmagadi. In diesem Jahr ist es schon was Besonderes, weil wir durch die Zusammenarbeit mit dem Kirchentag das Ganze noch größer machen können. Wir haben sonst immer zwei Bühnen gehabt. Dieses Jahr haben wir vier Bühnen zum Beispiel. Wir haben sonst immer ein Eintrittsgeld genommen. Dieses Jahr können wir die Veranstaltung eintrittfrei machen durch die Kooperation mit dem Kirchentag und auch der Landeshauptstadt Magdeburg. Das heißt, in diesem Jahr, das ist vielleicht das Besondere, erreichen wir einfach noch viel mehr Magdeburger zum einen, aber auch viel mehr Gäste, die durch den Kirchentag hier bei uns in der Stadt sind. Bei dem Ekmagadi-Fest heute, da sind wir schon mehrmals dabei gewesen. Ja. Ich weiß gar nicht, wie oft wir schon da waren, aber vor 10 Jahren waren wir auch schon dabei. Ja, genau, beim ersten Mal. Und ja, es ist immer wieder schön. Wir haben hier auch alles erlebt vom Wetter her, vom Sturm, Hagel, Regen, 12 Grad bis diesem herrlichen Sonnenschein heute. Es ist traumhaftes Wetter heute. Ein bisschen warm, aber wunderschön. Ja, also was mir so gefällt an diesem Fest ist, man weiß nie, wie viele kommen, wer kommt, aber es war immer eine wunderbare Stimmung, auch mit dem Publikum. Und so ist es heute auch. Also wir gucken in Gesichter, und die uns auch gar nicht kennen und wir kennen sie nicht. Und es ist ein Strahlen und es macht einfach großen Spaß. Und es ist einfach auch so ein bisschen wie ein Klassentreffen. Ganz viele Magdeburger Musiker sind hier. Ja. Man hat sich lange nicht gesehen und dann erzählt man, trifft sich hier im Backstage und erzählt eine Runde. Das ist einfach auch nicht schön. Ja, für uns genießen. Künstler ist es wirklich auch ein wunderbares Treffen. Das Röslein, das wir werden muss, das Röslein. Ich bin hier, weil ich möchte mir nachher das Theaterstück ansehen, von dem Projekt Eigene Spuren suchen. Es handelt sich dabei um ein Theaterstück, das über Flucht geht, über Liebe geht. Und ja, ich sollte nicht zu viel erzählen, am besten guckt man einfach rein. Ich jede Nacht, aber jede Nacht in deinen Träumen versuchen werde. Ja, wir gucken noch ein bisschen rum, lassen uns überraschen. Genau, das ist eigentlich so der Plan.